Am Samstag ist es endlich soweit. Borussia Dortmund trifft auf den FC Schalke 04. Das erste Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor 81.365 Zuschauern. Mein Kollege Dirk Krampe hat sich gerade die Pressekonferenz für uns angesehen und ja, hat jetzt alle Informationen vor dem Revierderby für uns. Hallo Dirk. Grüße ins Studio. Hallo Martin. Hallo Dirk. Ja, wie ist denn die Vorfreude beim BVB? Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge. Mit welcher Stimmung geht denn der BVB das Revierderby gegen Schalke an? Ja, ich glaube, dass die Niederlage in Manchester jetzt ein bisschen abgehakt ist, dass man vor allen Dingen jetzt auch in der Lage ist, das Positive aus diesem Spiel zu ziehen. Borussia Dortmund hat dort ein sehr gutes Spiel gemacht über weite Strecken, fast 80 Minuten. Und ich glaube, spätestens dann mit der Landung in Dortmund kann man auch eben das Positive aus diesem Spiel mitnehmen. Und die Vorfreude steigt jetzt, glaube ich, minütlich. Ich trainer Edin Terzic, selbst ja auch mal bekennender Fan des BVB gewesen, jetzt Cheftrainer. Dem war das heute schon richtig anzumerken, wie groß die Vorfreude ist, wie sehr er sich eben auf diese Partie freut. Und er hat einen schönen Satz gesagt, als Trainer des BVB wäre es das Schlimmste für mich, am Ende Schalke gratulieren zu müssen oder dem Schalker Trainer gratulieren zu müssen. Also der weiß um die Bedeutung dieses Spiels und ich glaube, die verbleibenden Stunden jetzt bis zum Anpfiff, die wird er auch nutzen, um auch seiner Mannschaft und den Spielern, die vielleicht neu sind und noch nicht ganz so dieses Derby-Fieber in sich spüren, denen das eben auch zu vermitteln. Und das wird schon eine ganz heiße Kiste am Samstag. Hat denn die Vorfreude so ein bisschen auch getrübt, dass es Meinungsverschiedenheiten gab nach dem Spiel in Manchester mit der Bewertung zwischen Mats Hummels auf der einen Seite und Marco Reus auf der anderen Seite? War das noch irgendwie Thema jetzt vorm Derby? Ja, es war kurz Thema. Sebastian Kehl war jetzt auch in der Pressekonferenz und die beiden Trainer oder Trainer Edin Terzic und eben Sebastian Kehl wurden da auch explizit jetzt nochmal nachgefragt. Ich glaube, es ist tatsächlich eine ganz normale Geschichte, die auch mit den Emotionen, die bei so einem Spiel eben dann auch hochkommen, zu erklären ist. Mats Hummels ist ein sehr ehrgeiziger Spieler. Er ist Führungsspieler in dieser Mannschaft und er trägt auch immer sein Herz auf der Zunge, so wollte ich sagen. Und das hat er jetzt in diesem Spiel dann oder nach diesem Spiel dann auf dem Platz mal getan und eben nicht in der Kabine. Und ich glaube, das ganze Thema ist sehr, sehr hochgekocht worden in der Mannschaft. Sei das kein Thema zwischen den beiden Spielern, sei das auch kein Thema mehr. Und auch beim Trainer und beim Sportdirektor ist das kein Thema mehr. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Geschichte, die in einer Mannschaft immer passiert. Und ja, Terzic hat es auch so formuliert, er erwartet auch von seinen Führungsspielern, dass sie dann eben auf dem Platz auch mal Klartext sprechen. Und vor allen Dingen, wenn sie vorher mit Leistung vorangegangen sind, ist das vollkommen in Ordnung. Und von daher, glaube ich, trübt das jetzt die Vorbereitung auf das Derby überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt keine Misstöne zwischen Reus und Hummels. Das ist ein Thema gewesen, was dann, glaube ich, in der Nacht schon wieder ausgeräumt worden ist. Wie schätzt denn Dortmunds Trainer Edin Terzic die Schalke ein? Stimmt er auch zu, dass die Dortmunder als klarer Favorit in die Partie gehen? Ja, das hat er nicht kleingeredet. Er hat gesagt, wir müssen dieses Spiel gewinnen, wir wollen dieses Spiel gewinnen und wir sind uns auch unserer Verantwortung auch bewusst. Das war ein bemerkenswerter Satz von ihm. Deutet so ein bisschen darauf hin, dass man natürlich auch weiß als Trainer des BVB, wie wichtig dieses Spiel für jeden BVB-Fan ist und das Umfeld ist. Und ja, vor allen Dingen auch für eine gute Stimmung jetzt während der Länderspielphase dann. Also da macht sich jetzt keiner Gedanken darüber machen, wie das dann mal aussehen könnte, wenn dieses Spiel tatsächlich verloren werden würde und man mit drei Niederlagen dann in eine zweiwöchige Pause geht. Das wäre natürlich alles andere als schön. Und gerade der Derby-Niederlage als Abschluss wäre dann ja nicht gut. Damit plant aber, glaube ich, Terzic nicht. Ich glaube, der Optimismus ist da und auch das Selbstbewusstsein ist nach diesem Spiel in Manchester groß genug, dass man weiß eben, dass Borussia Dortmund der klare Favorit ist und ja, dass in diesem Spiel natürlich viel mehr noch zählt als die reine spielerische Überlegenheit, die es natürlich gibt. Er hat so formuliert, wir müssen Leidenschaft an den Tag legen, weil das ist das, was Schalke uns entgegenhalten wird. Spielerisch ist Dortmund, glaube ich, klar überlegen, aber auch da gilt es eben, erst die Leidenschaft, erst die Arbeit, dann vielleicht das Vergnügen und es werden schon spannende 90 Minuten, aber der Favoritenrolle ist sich Borussia Dortmund ganz klar bewusst. Wer kann denn bei diesen spannenden 90 Minuten, wie du es gerade formuliert hast, auf dem Platz stehen? Das heißt, welcher Borusse ist denn fit auch aus Manchester wieder zurückgereist? Da gibt es gute Nachrichten, bis auf jetzt die Langzeitverletzten, die ohnehin erst nach der Winterpause wieder ein Thema werden, ist eigentlich nur noch Gregor Kobel jetzt kein Thema für das Derby. Er fällt also weiter aus, wird dann in der Länderspielphase, glaube ich, dann zurückerwartet, dass er dann sein Pensum wieder steigern kann. Ansonsten haben so einige Spieler natürlich aufgrund der hohen Belastung in Manchester sehr, sehr müde Beine gehabt. Das hat Terzic nicht kleinreden wollen.
Die Angeschlagenen wie Schlotterbeck, wie Adeyemi, Mahlen haben ja zum Teil dann auch schon auf dem Platz gestanden, alle einsatzfähig. Und ja, er hat so formuliert, Müdigkeit zählt in diesem Spiel nicht. Wir mussten richtig an unsere Grenze gehen in Manchester, aber jetzt ist Derby und da zählt keine Müdigkeit. Danach haben einige Spieler ja auch eine Chance, sich mal ein bisschen zu erholen. Andere müssen dann wieder weiter gleich zur Nationalmannschaft, aber das ist das Los. Das kennt man hier seit bei Borussia Dortmund seit Jahren. Und in diesem Derby darf es keine Rolle spielen. Abschließend, Dirk, verrat uns doch deinen Tipp. Wie geht das Revierderby am Samstag aus? Ja, wir haben da tatsächlich auch gerade im Kollegenkreis schon mal so untereinander ein bisschen getippt und gerätselt, was denn passieren müsste, damit Schalke 04 eigentlich dieses Spiel gewinnen kann. Also die Vorzeichen sind eigentlich ganz klar. Borussia Dortmund hat in den vergangenen Jahren sich sehr, sehr weit entfernt von Schalke 04, was finanzielle Mittel angeht, was auch die sportliche Entwicklung angeht. Schalke hat dieses Jahr in der zweiten Liga allerdings gut genutzt. Die haben sich, glaube ich, neu erfunden so ein bisschen. Sind jetzt wieder da, aber natürlich ist Borussia Dortmund hier haushoher Favorit. Und ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, das dann am Ende so aussehen würde, dass Königsblauer Jubel am Ende im Signal Iduna Park wäre. Aber das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal öfter gehabt. Es ist ein Spiel, was völlig offen ist, glaube ich. Wenn Borussia Dortmund gut in diese Partie reinstarten kann, wenn sie früh auch ein Tor machen können, wenn sie dann, glaube ich, so ein bisschen die Menge mitnehmen können, die eine ganz besondere Rolle spielen wird, glaube ich, die Zuschauer an diesem Tag, dann wird es am Ende einen klaren Sieger geben und der heißt BVB. Mein Tipp ist 4-1. Das wäre eine klare Sache. Vielen Dank, Dirk Krampe nach Dortmund-Brakel. Gerne. Das war unsere Reporterschalte vor dem Revierderby am Samstag um 15.30 Uhr. Wir haben bis dahin noch alle Informationen für euch, die wichtig sind für das Spiel gegen Schalke. Also folgt uns auf Twitter, Instagram und überall auf den Social-Media-Kanälen. Surft ruhenachrichten.de/BVB an. Wir füttern euch mit allen wichtigen Informationen. Und am Samstag haben wir natürlich auch wieder die Live-Show für euch. Also ihr seht, bei uns seid ihr bestens informiert. Wir freuen euch auf uns und bis Samstag. Bis dahin. Tschüss.